Einen wunderschönen, meine seelenlosen Fleischstückchen. TCG Card Shop Simulator, also Pokémon, meine Damen und Herren. Ich will es jetzt für euch antesten. Ich spiele gerade zum ersten Mal, habe es gerade zum ersten Mal geöffnet. Aber ich denke, das könnte ein gutes Video werden, um euch zu sagen, gönnt euch oder gönnt euch nicht. Und somit gehen wir rein. So, wir starten hier in einer Stadt. So, das Aufgebaute kennt man, ne? Also es ist so dieses Typische, was auch bei jedem Simulator-Spiel in letzter Zeit hast, so irgendwie die Assets. Aber gut. Ich habe meinen Job gekündigt, um meinen eigenen Kartenspielladen zu eröffnen. Es ist Zeit, zur Sache zu kommen. Ja, let's do this. Wie nennen wir ihn? Okay. Mons. So. Ist natürlich, ne? Keine echten Pokémons, aber ihr wisst. Bestätigen. So. Öffne dein Telefon. Ah ja. Decke dich mit einem Kartenpaket ein. Machen wir. Okay, ich liebe das jetzt schon, weil ich liebe so Traden in echt. Ne? Das ist Suchtpotenzial, deswegen gut, dass es jetzt ein Spiel gibt. Wen, denk mal, 5, keine Ahnung, ob das gut ist. Machen wir. Und kaufen das. So. Oben seht ihr das Ding. Warte, ich verschiebe mir ein bisschen meine Kamera. So. So, guck mal hier. Das kennt man alles jetzt mittlerweile, ne? Box öffnen. Ach, sieh mal einer, guck, ich verstehe. Die Box ist leer. Gibt es den Mülleimer oder sowas? Nice. Und rein damit. Also man kennt das Spielprinzip definitiv, wie ihr seht. Aber das ist ja erstmal nichts Verkehrtes. So, wenn man sogar noch einen Karton übrig, ich habe ein bisschen zu viel eingekauft, wie es scheint. So, ich nehme einfach mit rein hier. Und werfen die mal hier hin. Zack. So, jetzt müssen wir die Preise ändern. Einkaufswert, Marktpreis, machen wir 3,10 €. Fertig. Öffnen das Geschäft. Kommen Sie rein. Geht das Field of View höher? Moment. Geht es. Morgen! Ein Redhead, wie ich. Geil. Bester Mann, sag ich dir jetzt schon. Du kaufst nichts, du bist ein richtiges Arschloch. So. Vielen Dank. 1,40 € zurück. 1,40 $ oder 1,40 € sogar. Konntest du einstellen am Anfang, fand ich schon ganz cool. Ja. Machen sie es gut, ne? Die Frage ist, kann ich selber irgendwelche Packs öffnen? Ja, nimm so viel du willst. Ja, $3 dafür, das ist fair. Ja, ist richtig. Ich bin auch ein fairer Typ. Oh mein Gott, Alter. Okay. Machen Sie es gut, beehren Sie uns bald wieder. Kann ich selber so ein Ding aufmachen? Das wäre cool. Aber es kommt bestimmt noch. Du kannst von deinem gespielten Geld irgendwann die Sachen hier. Kannst dir selber Karten ziehen und somit hast du dann Sammlerstücke und damit verdienst du halt auch massig Geld. Denke ich mir zumindest. Ich weiß es nicht. Mr. White, schön, dass Sie hier sind. So, moin. Ja, nimm dir so viel du brauchst. Ja, nimm mit. Ich sag dir ehrlich, du wirst es nicht bereuen. Oh mein Gott, der kauft einfach Laden leer.
8060, bitte. Macht's gut. Danke für Ihr Einkauf hier bei Souls Pokémon. Let's go. Gleich haben wir unser Ding schon wieder drin, wa? Das ist nice. Achso, falscher Knopf. Hier ging das, ne? Nee. Moment, Sir. Nehmen wir. Boah, das kostet aber einiges. Nehmen wir mal 3. Zubehör. Kartenhülle. Alter Schwede. Ui, okay, verstehe. Das ist ja geil. Heilige Maria. Heilige Maria, was gibt's denn hier alles? Junge, 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 ich verstehe, ich verstehe. Also Grindy ist auf jeden Fall real hier, aber sowas mag ich ja, ne? Ui, sehr geil. So, das sind die Erweiterungen. Und dann holen wir uns nochmal so ein Ding. So, Entschuldigung fürs Warten. Dinge passieren, wenn man gerade einen Laden aufmacht. Das ist nie das Einfachste. Bitteschön. Vielen herzlichen Dank. Beehren Sie uns bald wieder. Danke für Ihre Karte. 18,60 Euro. Jawohl. Ah, Mr. White wieder. Super. 9,30 Euro. Perfekt. So. Dann nehmen wir dich mal. Warte mal. Viel besser so, oder? Jetzt mal ehrlich. Moin, was geht ab, Bruder? Such mal in Ruhe. Ich bestelle noch mal ein paar Karten. Machen wir doch mal noch einen dazu. Machen wir davon auch noch mal 673. Let's go. Moin. Dankeschön für Ihren Einkauf. 9,30 Euro, macht das bitte. Sehr geil. 6,20 Euro. Das macht dann 13,50 Euro zurück und 46 insgesamt. Sehr, sehr nett von Ihnen. Machen Sie es gut. So. Das sind die anderen, ne? Das sind die hier. Schön aufhören immer, ne? Ihr wisst, wie es ist. Da befindet sich noch was drin? Oh, das ist aber... Das wäre fast schief gegangen, bin ich ehrlich. So, das sind die Besonderen hier, oder? Naja, auch nicht. Ich komme gleich. Wo sind denn die anderen? Huch. Das waren einfach nur mehrere, ja. Ich komme sofort. Entschuldigung. Ein wunderschön. Schönen guten Tag. Ja, hier. Können Sie sofort haben. So, 1,40 Euro zurück. Oh, scheiße. Das ist gut. Hallo Herr Heisenberg, erneut. Sie sind ganz schön süchtig. Muss ich da irgendwie auf Sie aufpassen? Ja, wollen wir denn. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und das war's. Perfekt. Ich hatte eigentlich gedacht, wir hatten uns was Neues gekauft, aber haben wir gar nicht, ne? Ah, das sind 64 Stück. Man sollte besser lesen. Ah, verstehe. Das sind dann so richtige Boxen dann später. Ah. Okay.
Verstehe, verstehe, verstehe. Egal, jetzt haben wir erstmal genug auf Vorrat. Und ich hatte in irgendeinem Video gesehen, dass man selber auch Karten öffnen kann. Ich weiß nicht, auf welchen Punkt das kommt. Achso, steht gerade links. Nimm Kartenpakete. Wie lange steht das da schon? Scheiße. So, das kann ich jetzt öffnen. Okay, das ist geil. Kartenwert 1,09 Euro. 12. Ah. Oh. Die sehen aber schön aus. Entschuldigung, ich ziehe gerade Karten. Oh mein Gott, ja. 52 Euro, Alter. Okay, das ist sick. Und genauso sollte ein Spiel auch sein. Also ich glaube, das ist für uns Pokémon, Digimon, wie auch immer Fans, geisteskrank. Ich glaube wirklich, dass das ganz, 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 ganz großes Potenzial hat. Ernsthaft. Das heißt, ich kann jetzt so viele Karten ziehen, wie ich möchte, rein theoretisch. Das ist wild. Also, das ist wirklich. So, wir packen mal weiter aus. Was soll der Geiz, ne? Die Box ist leer. Dann bringen wir die weg. Ich nehme mal mit rein hier alles, ne? Leer, immer schön leer machen alles. Ich meine, das Leveln in den Spielen kennt ihr ja, das dauert. Aber das Grundprinzip haben wir, glaube ich, jetzt schon auch verstanden. Lasst doch gerne ein Abo da und einen Kommentar und folgt mir gerne auf Twitch, twitch.tv/herseenlos, das wäre geisteskrank. Immer so im Nachmittagsbereich geht's da los. Wir bleiben erstmal bei den Karten, ne? Also ich sage ja, mal ganz ehrlich, macht ja Sinn. Weil ist ja wichtig. Erstmal ein bisschen Profit zu machen, sich einen Namen zu machen, wie es sich halt, meine Fresse, wie es sich halt gehört. Haben Sie ein Suchtproblem, Adam? Nein, ne? Dann ist ja gut. Ich meine, das ist ja nicht auch meine Aufgabe, ne? So, wir müssen noch drei Pakete gleich öffnen, aber ich möchte erst die Kunden hier abkassieren, nicht, dass die ungeduldig werden oder sonstiges. 77,50 Euro. Oh, oh. Das wär's gewesen jetzt, ne? Sehr geil. Läuft auf jeden Fall. Kann man nicht anders sagen. So. Alles schön hier reinladen. Kommen wir sofort zur. Und kassieren. Sehr, sehr nice. 18,60. Er stinkt. Warum stinkt er? Dafür gibt's doch was. Da habe ich doch was auf dem Handy gesehen. Guck mal. Ui. Ich glaube, wir können allgemein was höher gehen, ne? Machen wir mal 3,50. So. Bro, wieso stinkst du so? Warte mal eben. Da muss ich ja mal eben was gegen tun. Ah ne, hier war das. Reinigungsspray. 150 Tacken für ein Reinigungsspray. Du Penner, ey. Machst mich arm. Wo kommt das? Wann kommt das? Wird das geliefert oder habe ich das jetzt? Gibt es ein Inventar? Kuh? Okay, check ich noch nicht. Aber gar kein Problem. Bitte verlassen Sie schnell diesen Raum, weil Sie riechen unangenehm, Sir. Oh, ups. So. Okay, wir nehmen uns jetzt nochmal ein Kartenpack, weil... Oder, ne, so viel will ich eigentlich nicht. Noch zwei.
Okay. Lass uns Glück haben. 19 Euro direkt, das ist krass. Die sieht aber sehr schön aus. Mhm. Kann man machen, dafür, dass es ein 3-Euro-Paket ist, oder? Sehr geil. €16. Okay, also ich muss gleich einen Spieltisch kaufen, machen wir auch gleich. Aber wir müssen erstmal jetzt hier noch ein bisschen kassieren. Aber wie ihr merkt, es ist schon ganz gut Progress und das gefällt mir. Es ist nicht zu langatmig bis jetzt. Kaufe einen Spieltisch, platziere ihn in dein Geschäft. Machen wir. Ein Spieltisch, da. So, wo ist eigentlich mein Raumspray? Egal. Box öffnen. So, hier könnt ihr euch dann hinsetzen. Hier, schön, machen wir so. Finde ich nämlich schöner. Könnt ihr ein bisschen nach draußen gucken. Zack. So, jetzt sollen die Kunden gleich mal schön da spielen. Ach, er geht schon hin, oder was? Okay, nice. Sehr, sehr nice. Wir füllen mal eben auf hier. Kostet ja nichts. Haben wir ja schon bezahlt. So. Und jetzt kann ich gegen den spielen, oder was? Ereignis bestätigen. Ja, vielleicht machen wir erstmal den nächsten Tag. Man weiß ja nicht. Schulden, dass ich die rausschmeiße, aber das passt schon. Profit minus 778. Perfekt. So sollte man im ersten Tag starten. Denke ich. Und jetzt gucken wir hier nochmal. Dass man hier nochmal einstellen kann. €8. Format. Auswählen. Ereignis bestätigen. Sehr, sehr nice. Kaufen Sie und spielen Sie. Genießen Sie Ihren Tag hier, mein sehr verehrter Sir. Jawohl. Unverschämt. Dafür gibt man doch nicht für einen kaufen hier. Was ist denn los mit dir? Aber wir machen jetzt nochmal eine auf. Na, drei. Kann Verlust sein. Muss aber nicht. 36 Cent. Aber dabei sah der gerade richtig cool aus, ne? Ja, das war ein kompletter Reinfall. Weniger als es wert ist. Sehr nice. Oh. Ja, das ist schon zwar mehr wert und jetzt fühlt sich das langsam an wie ein echt, weil man zieht meist auch nur Scheiße. 2 € schon mal dabei, das ist gut. Ich fände es geil, wenn die seltenste Karte immer hinten wäre, aber das ist, glaube ich, random. Ja, sorry. Was willst du denn nur ein? Was ist denn los? Gehst du spielen? Nee, aber er spielt, oder? Er braucht noch einen Gegner. Traut sich doch mal einer hier, bitte. Oh ja. Ein Macher. Wie ich sehe. Oh, er geht zocken? Zu teuer zum Spielen, okay. Ja, okay, dann gehen wir da gleich nochmal hin. Und machen nochmal ein bisschen weniger. Weil das ist ja dann Quatsch. 7,50 €. Das reicht aber jetzt dann auch, ne? Also so ein bisschen Inflation und so, ne? Ihr wisst doch Bescheid. Also ich sag euch ehrlich, bis jetzt finde ich es sehr, sehr gut. Natürlich der Anfang ist mir so ein bisschen eintönig.
Aber dass man Karten öffnen kann und bald ja auch wahrscheinlich seine Turniere und so machen kann. Das ist schon eine geile Nummer, bin ich ehrlich. Eine sehr geile Nummer sogar. Alle keinen Bock, gegen dich zu spielen, Bro. Was soll ich machen? Was soll ich dir jetzt sagen, ne? Das ist halt, das ist nichts Persönliches, denke ich. Aha. Und man sieht die sogar. Die Karten, die sie auf der Hand haben, aber ob die spielen, weil... Entschuldigung. Aber ob die jetzt wirklich spielen, weiß ich nicht. Also es ist nett. Hat auch sehr positive Bewertungen auf Steam. Ist gerade auch eben rabattiert. Das muss man erstmal schaffen. Mann, wo ist denn eigentlich... Also, warte mal. Rechnungen. Oh. Fällig in 7 Tagen. Okay. Machen wir jetzt. Dann haben wir es hinter uns. Spiele-Event kann man auch hier machen. Einstellungen. Okay, das sind die Optionen. Kann man die Erweiterung kaufen. Ja, wir sollten gleich mal... Also, wenn wir wieder ein bisschen Kohle haben, sollten wir mal investieren in... Piss dich hier raus. Man hat ein Album. Okay. Holy fucking shit. 32 von 1320 gesammelt. Das ist geil. Das ist geil. Das macht das Spiel schon wieder noch mehr wert. So. Moin. Ja, man findet alles so nacheinander raus, ne? Machen Sie es gut. 13 Euro zurück. Jawohl, der Herr. Bitteschön. Guten Tag. Lassen Sie sich nicht lumpen. Kaufen Sie bei Klumpen. So, 5 Euro. 50 zurück. Bitteschön. Bye bye. Hallo Madam. Nur 2. Das ist aber. Ist nicht so geil, bin ich ehrlich. So, was müssen wir mal gucken hier? Ich würde gerne noch einen Schrank kaufen. Mal so einen kleinen. Würde ich sehr gerne tun. Kostet 150. Dann holen wir uns direkt mal 2. Wir gehen auf volles Risiko. Ihr wisst, wie ich bin. Ich weiß noch nicht, was das kann und was es tut. Viel Spaß beim Spielen, meine Damen und Herren. So, den würde ich dann direkt daneben stellen. So ist das so cool. Ja, passt. Und dann würde ich die Dinger... Oh ja. Machen wir mal auf 27. Sehr geil. Okay, jetzt kann man so Packets dann auch machen. Wir gucken uns gleich nochmal das Inventar an, beziehungsweise den, was man noch erreichen kann. Und dann schauen wir mal. Oh, da haben sie aber gut eingekauft. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. 2 Dollar zurück. Oder Euro. So, wenn man jetzt mal überlegt. Ja, wir haben jetzt das erste noch nicht mal geschafft. Ne? Da kommt das nächste mit Level 5, 12, 20. Ne? Shop Level 9 hast du auch so ein Deck halt komplett. Also es ist schon geisteskrank. Ich glaube wirklich und ich denke, für den ersten Eindruck reicht das auch, was wir jetzt gerade hier gezeigt haben. Wenn ihr auf sowas steht, absolute Kaufempfehlung. Ist auch, glaube ich, gar nicht so teuer, das Game. Ich glaube, ein 10er oder so. Ich bin mir jetzt aber auch gerade nicht sicher, bin ich ehrlich. Aber ich glaube, das hat gutes Potenzial. Ich werde jetzt hier speichern. Einfach zur Absicherung. Und bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Und geil, geil, geil seid ihr. Dankeschön. Bye, bye.